Und weiter mit Runde 16. Runde 16. Mit einer Kettmasche schummeln wir uns da in die Mitte des nächsten Luftmaschenbogens. Drei Wendeluftmaschen ersetzen wieder das erste Stäbchen. Zwei Luftmaschen für den Abstand zwischen den beiden Stäbchen, also fünf Luftmaschen zu Beginn und ein Stäbchen in die Mitte des nächsten Bogens. Und wieder fünf Luftmaschen. Und in den übernächsten Bogen, also wieder zwischen diesen beiden Öhrchen, wieder zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen mit drei Luftmaschen dazwischen. So, einmal abgemaschte Stäbchen, drei Luftmaschen und ein zweites Mal in den gleichen Luftmaschenbogen. Drei Luftmaschen und nun auf jedes Stäbchen, eine Luftmasche. Bis aufs letzte. Beim letzten Stäbchen und drei Luftmaschen. Also, achtet darauf, dass ihr da wirklich beim ersten Stäbchen beginnt. Sonst habt ihr nicht die richtige Anzahl an Stäbchen. Ihr könnt auch zählen. Wir zählen einfach. Also, ein Stäbchen, Luftmasche. Zwei und drei und, das und ist immer eine Luftmasche, jetzt, vier und fünf und sechs und sieben und 8 und 9 und 10 und 11. Nach dem 11. Stäbchen dann 3 Luftmaschen. 1, 2, 3 und in die Mitte von den, also in den im nächsten Bogen in die Mitte von diesen beiden Öhrchen, nenne ich sie jetzt, oder Plättchen, wieder zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und drei Luftmaschen dazwischen. Eins, zwei, drei und noch einmal. Drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Fünf Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Ein Stäbchen in die Mitte des übernächsten Luftmaschenbogens. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in die Mitte des nächsten Luftmaschenbogens und fünf Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. In den übernächsten Bogen wieder zweimal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und das zweite Mal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen und drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und auf die Stäbchen wieder jeweils ein Stäbchen und eine Luftmasche. Und aufpassen, dass du wirklich beim ersten beginnst. 1 und 2 und 3 und 4
Und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 11. Nach dem 11. Stäbchen 3 Luftmaschen und in den übernächsten Bogen wieder 2x3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen und 3 Luftmaschen, 3 Luftmaschen dazwischen. Da ist das zweite gemeinsam die zweiten gemeinsam abgemaschten Stäbchen. Und 5 Luftmaschen, 2, 3, 4, 5. Ein Stäbchen in den übernächsten, in die Mitte des übernächsten Luftmaschenbogens. 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte des nächsten Luftmaschenbogens. 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. In den übernächsten Luftmaschenbogen wieder 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen und 3 Luftmaschen und noch einmal 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen und 3 Luftmaschen. Auf die Stäbchen wieder 11 Stäbchen, eine Luftmasche dazwischen. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 11, 11. Stäbchen, 3 Luftmaschen. Übernächster Bogen, also eigentlich übernächster, 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und noch einmal 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen und 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, ein Stäbchen, meine Stimme, ob meine Stimme bis zum Ende des Deckchens durchhält. Ein Stäbchen in die Mitte des übernächsten Luftmaschenbogens, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte des nächsten Luftmaschenbogens, 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. In den übernächsten Luftmaschenbogen 2x3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen und 3 Luftmaschen und noch einmal 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. 3 Luftmaschen und wieder 11 Stäbchen. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10
und 11. Nach dem 11. Stäbchen 3 Luftmaschen in den übernächsten Bogen. 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen und 3 Luftmaschen und noch einmal 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen und 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, ein Stäbchen in die Mitte des übernächsten Bogens, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte des nächsten Bogens, 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, in den übernächsten Bogen wieder 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen drei Luftmaschen und noch einmal 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Drei Luftmaschen und wieder 11 Stäbchen, eine Luftmasche. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 11. Danach 3 Luftmaschen und in den übernächsten Bogen wieder 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen, 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und noch einmal 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen und 5 Luftmaschen in der Mitte des übernächsten Bogens ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, Mitte des nächsten Bogens ein Stäbchen, 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, übernächster Bogen, 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen, 3 Luftmaschen, noch einmal 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen, 3 Luftmaschen, 11 Stäbchen und eine Luftmasche, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 11. Nach dem 11. Stäbchen 3 Luftmaschen. Übernächster Bogen 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. 3 Luftmaschen und noch einmal 3 gemeinsam abgemaschte Stäbchen. 5 Luftmaschen,
ein Stäbchen in die Mitte des übernächsten Bogens, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in die Mitte des nächsten Bogens, fünf Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. In den übernächsten Bogen drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und drei Luftmaschen. Und noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen. Und drei Luftmaschen. 11 Stäbchen und eine Luftmasche. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und 11. 3 Luftmaschen, also nach dem 11. Stäbchen in den übernächsten Bogen. Drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, drei Luftmaschen, noch einmal drei, eins fehlt noch, noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, fünf Luftmaschen, eins, zwei, drei, vier, fünf Stäbchen in die Mitte des übernächsten Luftmaschenbogens, zwei Luftmaschen, Stäbchen in die Mitte des nächsten Bogens, fünf Luftmaschen, eins, zwei, drei, vier, fünf, übernächster Bogen, drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, drei Luftmaschen und noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, drei Luftmaschen und noch einmal 11 mal. Na, wo ist die erste? Da ist die erste. 11 Stäbchen, eine Luftmasche. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10 und das 11. Stäbchen, danach 3 Luftmaschen. In den übernächsten Bogen noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, drei Luftmaschen und noch einmal drei gemeinsam abgemaschte Stäbchen, und fünf Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Ende der Runde. Und da haben wir am Anfang 5 Luftmaschen gehäkelt, also 3 für ein Stäbchen, 2 für die Zwischen,
Luftmaschen, also für den Abstand. Und das heißt, wir machen eine Kettmasche in die dritte Wendeluftmasche vom Anfang. Das war die Runde 16.